Jausen, heute geht es ums Thema TikTok und ich zeige dir, wie du an Statistiken und Analytics zu deinem Kanal rankommst, indem du auf ein Pro-Konto umwandelst. Das gibt's alles nach dem Intro. Wenn dich solche Sachen interessieren, abonniere den Kanal. Es gibt 2 Videos die Woche. Lass einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefällt. Und jetzt geht's los. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Wenn man Social Media macht, möchte man natürlich auch ab und zu analysieren, wie das Ganze so ankommt bei den Leuten, welche Zahlen man hat. Und das kann man auch bei TikTok, indem man auf einen Pro-Account wechselt. Ich habe schon gewechselt, dementsprechend kann ich dir nur noch zeigen, wo du es machen kannst und dann tust du es einfach. Wir gucken mal bei mir auf dem Handy. Also das allererste, was du machen musst, ist im Endeffekt, du öffnest TikTok und gehst dann auf dein Profil und oben rechts bei den Einstellungen auf den 3 Punkten, wenn du da mal drauf drückst und dann auf mein Konto verwalten, hast du hier unten die Möglichkeit zu Pro-Konto zu wechseln. Wenn es bei dir angezeigt wird, dann hast du da, wie gesagt, die Option, auf ein Pro-Konto umzustellen und dann kannst du Statistiken anschauen. Und ich zeige dir jetzt mal, wie so Statistiken ausschauen können. Wir gucken uns jetzt einfach mal hier ein Video zum Beispiel an von dem Kanal und ich zeige dir mal ein paar Statistiken. Dafür habe ich jetzt das Video geöffnet, drück auf die 3 Punkte und habe dann da unten den Button Analyse. Und jetzt gucke ich hier mal rein, wie dieses Video performt hat. Ganz oben sieht man die Dauer des Videos, 42,5 Sekunden. Dann sieht man, wie viele Likes das Video bekommen hat, wie viele Kommentare das Video bekommen hat und wie oft es geteilt wurde über verschiedene Plattformen. Dann siehst du die gesamte Spielzeit des Videos, die Aufrufe des Videos und die durchschnittliche Wiedergabezeit. Dann kannst du gucken, woher die ganzen Aufrufe kommen, also von der For You-Page, Für Dich-Page, von deinem Profil oder von deinen Followern. Das steht dann hier bei den Arten von Traffic-Quellen. Und dann gibt es noch Publikumsgebiete, dort siehst du, wie viele Einzelpersonen hast du erreicht und woher kommen diese Personen. Und das sind die Analytics, die du hast bei jedem Inhalt, den du rausgedroppt hast. Und dann gibt es aber auch nochmal Kanalstatistiken und die können wir uns auch anschauen. Da drücken wir einfach hier mal auf die 3 Punkte und dann auf Analyse. Und hier drin können wir dann mal zum Beispiel gucken, was innerhalb der letzten 28 Tage an Videoaufrufen generiert wurde, wie viele Follower gemacht wurden in den letzten 28 Tagen. Die Profilaufrufe kannst du checken, kannst immer gucken, die letzte Woche oder halt quasi den letzten Monat. Dann kannst du hier nochmal so grob die Stats deiner Inhalte angucken. Wenn du sie genauer haben willst, musst du, wie gesagt, den einzelnen Inhalt öffnen und dann auf diese 3 Punkte und dann auf Analytics gehen, habe ich ja gerade gezeigt. Und dann hast du hier noch die Möglichkeit zu gucken, wie deine Follower zusammengestellt sind, wie viel hast du dazu bekommen, welches Geschlecht haben die Follower, wo kommen die her und all das kannst du nachgucken. Wenn du so einen Pro-Account hast. Und ganz ehrlich, wir wollen ja auch wissen, ob das, was wir machen, funktioniert. Und dafür müssen wir halt auch Statistiken anschauen. Klar, können wir jedes Video selber alles runterschreiben und uns die Statistiken selber zusammensuchen. Oder wir nutzen eben das, was uns TikTok anbietet. In dem Fall sind das diese Analysedaten, die man über den Pro-Account bekommt. Probier das einfach mal für dich aus. Wenn es nicht klappt, schreib es irgendwo drunter. Dann versuche ich dir gerne zu helfen. Manchmal klappen Dinge, manchmal klappen sie aber auch nicht, aber du wirst das hinbekommen. Wenn dich solche Themen interessieren, abonniere den Kanal. Es gibt 2 Videos die Woche. Wenn dir das Video gefallen hat, lässt du einen Daumen nach oben da. Alle Links zu mir findest du unten in der Beschreibung. Wenn du möchtest, dass wir deinen Namen hier mal einblenden, im Video hier oder da oder da oder da, keine Ahnung, wo eingeblendet wird, dann schreib doch einfach mal in die Kommentare. Shoutout, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, guten, frohen TikTok Pro Account.